Tachchen, ihr Lieben. Nee, so macht man das nicht. Tachchen, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum Aufgebraucht-Video. Ich zeige euch, warum ich das heute mache. Wir haben heute Donnerstag und der ganze... Oh, cooles Thumbnail. Warum das heute alles weg muss. Meine Kiste muss frei werden. Und ja, jetzt ist so die Zeit, wo ich gerade ein bisschen Ruhe habe. Ein bisschen Entspannung. Und ich hoffe, das Licht habe ich jetzt so eingestellt, dass es alles passt. Kein Gelbstich, nichts. Ich hoffe, es geht nicht aus. Fangen wir an. Ach nee. Hä? Jetzt habe ich doch schon wieder mein Parfüm vergessen. Also jetzt kurz mal eine Anmerkung vom DM-Haul. Da hat ja eine liebe Zuschauerin auch geschrieben. Larif, Larif, River of Love. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Larif, Larif. Dupe von Angel. Ja, hat sie absolut recht. Ich habe es mit Absicht nicht reingeschrieben, weil ich eine ganz andere Liste vor mir liegen hatte. Und bei mir war es dann eben das, was ich rausgefunden habe. Entweder, nee, ich glaube, das war Paco Rabanne. Rabanne. Und ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, meine Große ist ja so Spezialist in Sachen Thierry Mugler in Alien. Das hat sie. Und ich fand, es hat gar nicht nach Angel gerochen. Und deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist das Dupe zu Angel. Natürlich habe ich jetzt auch was eingeblendet, aber da weiß ich, rennen nicht so viele Leute los wie beim Angel. Wäre auf eigene Gefahr gewesen, ne? Dupes hin oder her, eigentlich bin ich auch jemand, der lieber die Originalen mag. Aber das duftet wirklich schön. Ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen soll. Ich finde, das, was meine Tochter hat, riecht noch einen Tacken. Also das, meine Tochter hat das Original Angel und das riecht noch einen Tacken süßer. Und ihr wisst, zu süß ist ja auch gar nicht so meins und ich fand den Duft einfach schön. Irgendwie ist da noch so ein Pep Frische mit bei, aber man, es ist ein süßer Duft, ganz klar, aber mir gefällt der auch so und bei mir halten die aber leider nicht lange. Das hat aber auch nichts zu tun, um die Produkte schlecht zu machen, die Leute, die das nehmen. Ich habe sie ja auch gekauft und bin mit den Düften super zufrieden, gehört jetzt nicht zum Aufgebraucht, aber am besten ist sowieso Dupe hin oder her. Schnüffelt einfach mit eurer Nase selbst am Tester und dann kann jeder für sich individuell entscheiden. Es ist immer doof, wenn man was einblendet und jemand erwartet dann Angel-Duft oder einen Christian Dior J'adore-Duft. Ist doof, ne? Also meine Nase ist anders als die von meinen Töchtern alleine schon. Da weiß ich das schon hundertprozentig, dass unsere Meinungen so ein bisschen auseinandergehen würden. Aber die Richtung kommt annähernd so hin, sagen wir es mal so. Das finde ich noch ein bisschen frischer. Deswegen hat mir das ganz gut gefallen. Aber wenn jemand Angel-Düfte liebt, dann würde ich auch sagen, ist das so aus der Drogerie von DM mit eines, was da ziemlich nah rankommt. Aber ich kann von meinem Kolben, vielleicht hat er auch einen Schaden weg, ich habe keine Ahnung, nicht sagen, dass das Original wie ein Dupe Angel riechen würde. Aber es kann wirklich auch, ach hier hatte ich es mir noch aufgeschrieben, genau. Das war dieses Olympia. Ja, hier habe ich es gelassen. Genau, weil ich auch verunsichert war. Und hier hatte ich mir das aufgeschrieben. Ja, sind natürlich nicht aufgebraucht. Sollte einfach nur ein Vorwort sein. Für 5 oder 6,95 macht ihr da auf jeden Fall nichts falsch. Und, ach, guck mal an. Hier sind es 100 Milliliter und hier 90. Habe ich auch zum Beispiel gar nicht gesehen gehabt. Mensch. Aber hier habe ich immer nicht das Gefühl, dass ich so ein bisschen, Miranda sei ein bisschen vorsichtiger mit Sprühen. Wenn was preisgünstiger ist, dann gib ihm auf die Haare, auf die Kleidung, überall und dann noch ein bisschen Raumspray. Da habe ich immer nicht so ein schlechtes Gewissen und mir ist auch klar, ich muss auch selber meine originalen Parfüme mal aufbrauchen. Ne? Also ich finde es so als Deko ist das ja so voll meins und wenn es dann auch noch voll ist, dann umso schöner. Aber es ist ja dafür da, um es zu benutzen. So, fangen wir an. Ey, hört auf. Es war wieder gut. Die sind wieder abgeklungen, meine dicken, fetten Finger, und dann sind sie wieder angeschwollen. Und bei was? Weil ich angefangen habe, wieder zu desinfizieren. Weil ich mir dachte, nee, irgendwie, auch wenn ich Nägel mache,
Man muss ja irgendwas mit Cleaner arbeiten, ne? Ja, und soweit bin ich dann hier gekommen. Man sieht hier noch gar nichts, ist goldmilchig, da kommt noch eine Menge hinzu. Auf jeden Fall habe ich gelehrt von Narciso Rodriguez Absolu. Das war For Her, war eine ganz kleine Probe von Douglas mal. Und Jean-Paul Gaultier Classique, das ist auch leer. Ja, die muss ich euch nicht mehr zeigen. Wir haben jetzt ungefähr 5, 6 Tage rum nach dem Haul und nach dem Aufstellen. Auch die Zuschauer, die sagen, es sind zu große Räume, da würde ich das auch nicht empfehlen. Also bei großen Räumen, da müsste ich jetzt lügen, dass ich 3 so eine Duftstäbchen rieche. Aber trotzdem für den Flur, wenn man da hin und her läuft, rieche ich tatsächlich diesen Duft. Der ist sehr angenehm, aber erwartet auch hier nicht, dass ihr eine volle Brandbreite von Bandbreite von einem Raum erfüllen könnt mit 3 Stäbchen. Da würde ich dann doch schon 2 von denen kaufen. Ob man es jetzt teuer findet für 7,95, ihr müsst bedenken, ihr habt hier noch Ersatzstäbchen drin, ja? Bis zu 40 Tage Duft, ja, kommt drauf an, ne? Ob ihr viel heizt oder viel durchzieht oder wie intensiv eure Nasen sind. Aber es sind auf jeden Fall 3 Nachfüllstäbchen drin und ich bin für den Flur zufrieden damit. Auch vom Duft, der ist echt sehr angenehm. Entleert habe ich ganz normal auch mal wieder die Magic Leaves für Weißes. Komme ich immer noch wunderbar mit klar. Duft ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sind wir mal ehrlich, wir benutzen dann Weichspüler und es stinkt aber auf jeden Fall nicht, wenn es auch ohne Weichspüler rauskommt. Der Sinn und Zweck ist ja, dass es sauber wird. Und das auch für Ältere zum Beispiel kann ich es mir gut vorstellen, dass dieses Geschleppe einfach wegfällt. Auch für mich, wenn ich alles in vierten Stock buckeln muss oder man eine Strecke zu laufen hat, finde ich ideal. Wirklich sehr schön und lösen sich auch alle auf. Wenn man die tief genug steckt. Einmal ist es mir passiert, dass so ein Blatt am Bullauge von der Waschmaschine hängen blieb, am Fenster. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, die Wäsche war sauber. Denkt mit, Granatapfel. Ich sehe hier so Kerne und denke gleich an Granulat. Entleert würde ich auch immer wieder nachkaufen, alleine schon vom Duft, ist der Generalallzweckreiniger Bergfrühling. War auch sehr schön. Dann entleert, das war ja hier, irgendwas ist mir runtergefallen. Die Max White, wo meine Große dann gesagt hat, stopp, stopp, jetzt ist langsam mein Tapetenwechsel nach einem halben Jahr fällig. Es ist ihr nicht mehr frisch genug, kann ich verstehen. Ich mampfe zwischendurch immer die ganzen Kaugummis weg. Hier stehen sie auch noch vorm Süßigkeitenhaul. Die war mir viel zu scharf. Ja, und jetzt haben wir ja die andere Colgate. Das war die Packung von den 3 Stäbchen. Und riecht immer noch. Es liegt jetzt, seitdem ich das offen hatte, in der Kiste. Immer noch ein richtig schöner Duft. Dann habe ich entleert, bevor ich diese, nee, ihr seid noch da, bevor ich diese Zitronen-Tabs gefunden habe von Finish. Waren die auch von Finish? Ja, ne? Davor hatte ich die ganz normalen, diese festeren, ne? Aber jetzt habe ich mich so verliebt in diese Zitrusgerüche. Die sind echt schön. Limited Edition. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade cool finde oder nicht. Ich glaube eher für den Sommer. Erinnert mich vom Duft an Gurke. Also an Gurke. Ist aber Aloe Vera. Frisches Hautgefühl. Aber würde ich nachkaufen. Eher aber doch in der Sommersaison, wenn es ein bisschen wärmer ist. Wunderschöner, frischer Gemüseduft. Sagen wir es mal so. Spanische Orange kommt weg von Teekanne. Immer noch Teekanne begeistert. Was haben wir noch entleert? Mango. Zitrone, weißer Tee, würde ich auch immer wieder nachkaufen. Hier muss man aber auch darauf achten, dass man die Beutel auch irgendwann mal rausholt. Also ständig komplett in der Thermoskanne würde ich sie jetzt nicht drin lassen, weil das dann die Bitterstoffe anzieht. Und bei weißem Tee ist es ja sowieso nicht so gesund, ne? Da muss man aufpassen. Das war hier der Privatcafé. Was ist denn da mit den Türen los? So, das war hier der Privatcafé Latin Grande. Und da hatte ich euch im Weekend-Vlog, meine Vlogs kommen ja immer Wochenende, gesagt, dass ich den auch wieder nachkaufen würde. Das waren zwar nur 500 Gramm oder 250 sogar, ne? Ach, 500 Gramm, ja. Doch, waren gut. Die mit dem Pelikan drauf. Ausgewogen, zart, schokoladig. Doch, waren echt sehr lecker. Was war das hier? Wollte nur einen Daumen hoch machen. War zu schnell. Siehe. Ja, ist jetzt ein Produkt, was ich nicht nochmal unbedingt nachkaufen würde. Oh. Complete Action Fleckengel, das macht man direkt oben in die
Waschmaschine rein, also in das Fach für Waschmittel. Nee, ich glaube, also Flecken waren trotzdem noch da. Ich habe gerade zu tun auf weiß mit Rostflecken. Ich weiß nicht, woher die entstehen, ob da irgendwie ein BH-Bügel sich eingeklemmt hat in der Trommel, also in der Wäschetrommel. Ich weiß es nicht. Ich habe probiert mit allem möglichen Zeug schon, auch mit diesem Oxy-Roxy, wie hieß denn das? Oxidation? Nee, Oxidation. Naja, ihr wisst, was ich meine. Dieses Bleichpulver, das gibt es auch noch in Flüssigform. Und ja, es hat auch nichts gebracht. Also, nee, würde ich jetzt so nicht nachkaufen. Bif-Hygiene total, das war ja das Ding, wo ich gesagt habe, dass ich glaube, dass davon meine Plastik-Toilettenbrillen angelaufen sind. Mittlerweile geht das so ein bisschen langsam zurück, aber sieht trotzdem noch verschmuddert aus. Ich muss dazu sagen, ich war zu faul, im Internet zu recherchieren. Ich bin ja jemand, der hat es immer gerne in der Hand, aber wird ja momentan gerade schwer, ne? Obwohl, jetzt könnte ich mir, glaube ich, einen Termin holen, um eine Toilettenbrille zu kaufen. Müsste ich irgendwo anrufen, glaube ich, bei einer Hotline, um mir dann einen Termin geben zu lassen für irgendeinen Einkaufsladen und kann mir dann eine Toilettenbrille kaufen. Also ist ja jetzt so die Regelung, ne? Vanille Aromatherapie würde ich immer wieder nachkaufen. Da gibt es gar nichts zu meckern. Das ist ein schöner Duft. Ich mag das. Entleert, das war in der My Little Box drin. Scrub Me Tender. Hier war so Peeling-Creme. Habe ich super gut vertragen, erstaunlicherweise. Was heißt erstaunlicherweise? Würde es so im Handel dieses geben, ohne jetzt kompliziert im Internet bestellen zu müssen, würde ich mir, glaube ich, das nachkaufen. Das war ein Gemisch mit Kokosöl und war total fantastisch nach dem Peelen auf der Haut. Man hat wirklich so einen richtigen, schönen, samten Effekt gehabt. Bekomme ich aber auch hin, wenn ich Kokosöl mit Meeressalz zum Beispiel mische. So könnt ihr euch das vorstellen. Natürlich nicht übertreiben, weil Meeressalz desinfiziert und dürfte an einigen Stellen, wenn man zu doll rubbelt, brennen. Dann Chlorix, immer wieder gerne gesehen. Damit mache ich Sportschuhe, die im Allgemeinen weiß waren. Wieder weiß. Handtücher koche ich damit manchmal durch. Ergraute Wäsche einfach. Da ist mir noch nie was passiert. Das weiche ich vorher im Eimer ein oder lasse es dann direkt in der Waschmaschine mitlaufen. Super gut. Dann Meister Proper Badreiniger in der Febreze-Duftrichtung. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Was soll man denn da sagen? Es sei denn, man hat jetzt jemanden bei, der diesen Geruch einfach nicht mag. Dann hier diese Magic Leaves zum zweiten. Dann kuschelweich, frische Traum mit frische Perlen. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Blieb aber, glaube ich, jetzt. Oder war das der, der so lange drin blieb? Ach, ich sag dazu nichts. Es reicht ja, wenn ich es wieder nachkaufen würde. Und hier zählt für mich immer der Duft letztendlich, wie lange der Duft drin bleibt. Wir ziehen sowieso die Kleidung, die wir gewaschen haben, meistens innerhalb von einer Woche sowieso wieder an. Und ja, das war der Tee, der ja geöffnet war bei DM, wo irgendein Vogel vorher reingeguckt hat und mit seinem Kolben gerochen hat oder die Beutel rausgezogen hat. Und ich war der Loser, der dann die Packung mitgenommen hat. Yasashi war lecker. War ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ich trinke meine Tees ja auch ohne Zucker. Kann man sehr gut trinken. Für 4,95 allerdings ein bisschen heftig, ne? Also auf Dauer kann ich mir den auch nicht leisten. 100% Bioqualität, aber man weiß, was hier drin ist. Wildapfel und Zimt. Also hat mir geschmeckt, werde ich aber nicht bei jedem DM Hol mit reinpacken. Oh, das nimmt kein Ende hier. Eine Profi-Nagelfeile, die ich ja auch benutze für Acryl zum Feilen. Der General. Hatte ich das nicht schon? Weiß ich gerade nicht. Trotzdem sehr schön. Bergfrühling, doch. Habe ich die zweite entleert. Meine Kneipp. Ihr kommt euch bestimmt hier so vor, als würdet ihr wiederholt ein DM-Hol hier sehen. Aber ich liebe die, weil die eben so einen orangenen, nicht wie gewohnt Zitrone. Oft sind Brausetabletten immer so zitronenhaltig. Und das schmeckt wirklich wie angerührter Orangensaft. Wenn ich Panne sein sollte und jemand eine andere Meinung dazu hat, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ich bin da nicht schlimm, wenn jemand sagt, so, boah, wie kannst du das vergleichen? Aber ich finde die geschmacklich wirklich sehr, sehr schön. Und wichtig ist mir auch dieses Magnesium, auch wenn es hier nur minimal drin ist. Dann Isana Creme Dusche Pearl. Ja, auch sehr schön. Riecht parfümig, pudrig.
Ich habe entleert, na das wisst ihr ja, Sios Schwarz, kein Blauschwarz, sondern einfach ganz normales Schwarz. Werde ich mir aber demnächst dann auch nochmal raufböllern. Also man sieht es jetzt nicht, aber teilweise sehe ich das am Rand. Es ist so ein bisschen brauner. Glaube, habe ich mir ein bisschen schluderig drauf gemacht. Das wird nicht die Farbe sein. Teehaus. Ah ja, ey Mensch. Das erste Produkt meine ich von Teekanne und das war auch sehr, sehr lecker. Das hatten wir vom schwarzen Quatsch. Niedrigpreise heißt der Laden Richtung Brandenburg, Teltow. Eine Kette von Edeka. Teehaus. Würde ich immer wieder nachkaufen. Ehrlich, das war so ein fruchtiges Aroma. Ohne Kunstgerüche oder Geschmäcker. Total lecker. Auch ohne Zuckergenossen und wirklich entleert. Das waren 30, 38 Beutel. Und ich mache mal zwei in so eine große Thermoskanne. Jo, dann hier Luftspüler, Duftspüler, WC frisch. Die hänge ich ja immer in die Körbchen, wenn sie noch sauber sind. Hier diese Hängerkörbchen. Um Gottes Willen. Ey, weil ich gerade Hängerchen sage, was waren das? Den einen Tag? Den einen Tag ist schon ein bisschen länger her. Tahel war ja hier. Mit Benny, ich glaube, das war vor 8 Wochen oder 9 Wochen, aber mir fällt es jetzt gerade ein, weil ich diesen Korb zeige. Ey, hast du bei TikTok gesehen? Die kann man ja unten an den Beckenrand klemmen und nicht drüber, weil ich habe sie ganz normal drüber und ist so echt, oh geil, dann kann man ja viel besser sauber machen. Und dann hat sie mir das so reingedrückt und ich so, ey geil, habe mich richtig gefreut, wie so ein Schnitzel. Und nach. Dann war ich irgendwann auf dem Pott. Gott sei Dank ist es bei mir passiert. Und meine Spülung scheint so drucklastig zu sein, dass, also ich habe es nicht weggeböllert vom Rand, sondern wirklich das Wasser. Und beim Spülen ist mir der Korb vom Rand dann runtergeflutscht. Also auf TikTok geht irgendwie rum, dass man diesen Bügel dann wirklich unter den Toilettenrand, wo man mit der Bürste sonst schwer hinkommt, runterdrücken kann und dann sieht man diesen Bügel oberhalb nicht. Mache ich nicht. Ey, ich dachte nur, um Gottes Willen, ich hatte ein verstopftes Klo und wenn mir das Ding, es, Gott sei Dank hatte ich einen größeren Korb, aber wenn die kleineren hier verschwinden, vielleicht funktioniert es gar nicht und die liegen dann nur im Loch, aber ich hätte echt Schiss, dass mir so ein Ding einfach mal von der Größe, weil es so klein ist, mit durchs Rohr rutscht und ich dann eine Riesenverstopfung habe und das sehen die ja, wenn die das Klo sauber machen und aufbohren. Dann wissen die sofort, aha, das ist Fremdverschulden. Wie kam der Korb da rein? Nee, das kann ich bei meinem Toilettenrand zum Beispiel überhaupt nicht machen und Tahel hat ihre Freude bei. Juh, das ist schön. Hätte mich auch gefreut, wenn es geklappt hätte. Na gut, ich mach mal hier weiter. Immer wieder gern gesehen, auch von Kirjan M. Eukal. Das waren die Wildkirsche, die habe ich als Kind selber voll gerne gegessen. Aus Darf ich einen wurde fast die ganze Packung. Ich glaube, zwei habe ich bekommen. Dankeschön an dieser Stelle. Das waren hier Duftkerzen von Thomas Philips. Die hatte mir, glaube ich, Daniel den einen Tag mitgebracht. Da war ich ziemlich schnell, hatte ich mich auch echt gefreut, dass er Duftkerzen mitgebracht hat. Generell Kerzen. Ich habe es ja wirklich in meinem Hirni voll vergessen. Die, ich kann es euch gar nicht sagen, ob die wirklich geduftet haben, weil ich in Verbindung mit diesen Kerzen immer diese anhatte. Und ich bin ja da sowieso von der Qualität eigentlich überzeugt, dass so Glade und Airwick so meine Nummer 1 an Duftkerzen sind. Dann hier noch so eine Süße, die läuft auch gerade ab oder leuchtet runter. Aber es war einfach schön auf dem Küchentisch. Da steht jetzt gerade eine neue, entleert. Ja, ich glaube, er hatte gesagt, Thomas Philips, Maulbeere, ne? Und auch gut. Zu Ende gegangen. Wahre Schätze von meinen Kindern, das sind wirklich wahre Schätze, Avocadoöl, also meine Kinder sind wahre Schätze, aber die lieben das, ja. Was testen sie jetzt gerade? Was testen die denn jetzt gerade? Was habe ich denn geholt? Langhaarschatz, ne? Und John Frieda aus der My Little Box testen sie gerade. Lenor Weichspüler kennt ihr schon von mir. Goldene Orchidee, herrlich. Bin aber immer noch, hätte sich ja auch mal ändern können, der Meinung, dass mir das Waschmittelpulver von Goldene Orchidee viel mehr Duftkick gibt als alle anderen Flüssigvarianten. Jo, dann habe ich es geschafft, diesen Peelingtopf von Aurinique, das war ein Badesalz von DM, hatte ich glaube ich im Dezember oder November
Oktober gekauft. Das war ein Alpine Essence, reiniges Salzpeeling, Bergsalz und Bachminze. Ein wunderbarer Duft, aber extrem parfümiert. Aber der Duft, der ist Bombe. Banane wollte ich beinahe sagen. Der riecht richtig parfümiert und das macht mir aber auf dem Körper in Verbindung mit Peeling ein bisschen Angst. Ich habe es erstaunlicherweise trotzdem sehr gut vertragen, würde aber aufgrund der Parfümstoffe, die hier hinten auch drin sind, hier irgendwo, das nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Also ich habe dann wirklich Angst, auch gerade mit meinen fetten Pfoten jetzt hier. Da scheint die Haut wohl doch nicht so mitzumachen. Bei mir jetzt. Ein anderer verträgt das absolut super. Bodentücher waren das hier von Denkmit, 15 Stück. Mal wische ich mit einem Lappen einfach richtig oldschool. So richtig schön nass mit Schrubber und Lappen. Und manchmal kleinere Ecken mag ich dann hier mit Balea Spülung Pure Blossom mit Pfingstrosenduft. Na, das ist ja ein richtig alter Schinken. Den habe ich ja im Sommer irgendwann gekauft und euch gezeigt. Ich habe es nicht genommen, müssen es aber gut gefunden haben. Ich weiß, dass meine Mädels keine Produkte bis zum Ende benutzen, wenn sie schlecht sind. Also das heißt, die Haare dürften da nicht abgestanden haben, waren auch nicht aufgeladen, so meine ich das, und hatten nicht so Knotenprobleme. Das war aber eh eine Limited Edition. Aber vielleicht kommt sie ja noch mal rein zum Testen. Hier ist er ja. Das war der aus dem Vlog. Boah, der riecht sogar, ey, Entschuldigung, was hat denn Käfer mit diesen Bohnen gemacht? Hier ist es. Im Vlog hatte ich noch gesagt, so, ja, zuerst habe ich voll geschwärmt und Käfer ist ja voll die coole Firma. Ey, dann hatte ich den im Pott. Ich habe natürlich leer gemacht, ja. Weil ich hatte jetzt auch keinen Bock, die Bohnen wegzuschmeißen oder aus dem Behälter von meinem Vollautomaten zu fischen. Dachte mir jedes Mal so, oh, vielleicht musst du dich vom Geschmack umstellen. Aber die waren so ölig und hier steht sanft, mild, harmonisch. Bei Kaffeebohnen haben wir ja auch schon wieder so ein Parfümprinzip. Da muss man es mögen. Kaffeebohne ist nicht gleich Kaffeebohne und Parfüm ist auch für die Nase nicht gleich Parfüm. Das ist ja auch wieder so ein Geschmacksding, wo jemand von euch sagen kann, Miranda, lern mal genießen. Vielleicht kann ich das nicht genießen. Mir hat es wirklich nicht geschmeckt. Säuregrad. Weich, ey, das fand ich gar nicht. Bei Säure hätte ich hier den Knall. Bei Säure hätte ich hier den Knall angekreuzt. Aber da seht ihr mal ungefähr. Nee, das hat nichts in meinem Gehirn getan. Ich fand es widerlich. Tut mir leid. Das sagt man eigentlich auch nicht. Aber ich habe es nicht vertragen. So, dann habe ich hier die Intensiv-Handmaske benutzt. War der größte Fehler überhaupt, als ich noch diese offenen Wunden hatte, die so aussahen wie hier. Aber da war es ja richtig knalle entzündet rot und ich dachte mir, oh, dieser Juckreiz, gib mir bitte Feuchtigkeit. Oh, ey, danach, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich komme gleich dazu. Aber macht es nicht an poröser Haut, an entzündeter Haut. Oh, hört damit auf. Wirklich nur, wenn ihr frei von Rissen und trockener Haut seid. Meine Haut ist ja komplett vertrocknet. Da würde ich das nicht anwenden und ich krachte. Dachte gerade, da wäre es schön erholsam, sich so eine Handschuhmaske rüberzuziehen. Die Nacht über hatte ich nach den Dingern mit Kühlakkus geschlafen. Ohne Scheiß. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich mir die Hände abhacken wollte. Es war so am Jucken wie Nadelstiche oder 100 Mückenstiche an einer Hand. Aber der Effekt danach, einen Tag später, glaube ich, hat damit wirklich zu tun. Hier steht auch gepflegt und repariert. Man hat richtig gemerkt, wie elastisch meine Haut gewesen ist. Und diese Spannung war weg, wenn ich meine Knochen versucht habe, so einzudrücken. Ist ja immer so eine Spannung, als ob hier Flüssigkeit drin ist. Und auch wenn diese Qual danach sehr schlimm war, was ja mein Verschulden ist, hat diese Maske wirklich vom Hautbild her 24 Stunden später gezeigt, es ist wieder richtig schön elastisch und weicher. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich würde sie mir auch definitiv nachkaufen, aber wenn ich gesunde Hände habe. Hierzu kommen wir gleich. Achso, Orange Rose, ich glaube Cyan war von Lidl, ne? Haben wir aufgebraucht. Ich benutze jetzt wieder dieser Grotanspender 4 zu 1. 4 Teile Wasser, ein Teil Shampoo, ein Teil Handseife fülle ich rein und dann hat man den Sagrotan-Schaum. Ich glaube, ihr könnt es auch nicht mehr hören. Kommt mir vor wie so eine Schallplatte. Aber ich muss ja daran denken, dass manche neu sind, die sich dann denken, was quatscht die von Sagrotan, 4 Teile zu 1. Ich mache 4 Teile Wasser in den Sagrotan-Spender, wenn er leer ist,
und ein Teil eben so ein bisschen ungefähr über den Boden. Eure Lieblingswahl für Handschaum. Und dann kommt da Handschaum raus. Und so benutze ich nachhaltig die Sakrotan-Spender weiterhin und kann mir den Duft aussuchen oder nehme so Nachfüllpacks mit von Handseifen. Das beste Sonil Color, ja, damit wasche ich ja jetzt momentan gerade, weil ich ja auch so eine riesen Packen da gekauft hatte mit drei so Dingern. Denkt mit, Golden Feeling. Waren gut. Ich kann es nicht bestätigen, dass da kein Duft vorhanden ist. Davon muss man auch nicht übertreiben. Hier ist die Markierung außen am Deckel. Davon hatte ich ja auch das Blaue. Das fand ich ja voll schön. Habe es aber auch nicht nachgekauft. Das war immer so ein Duft. Ich wusste nicht, finde ich den gut oder ist der mir einfach zu süß? Ich muss feststellen, er war nach dem Waschen wunderbar. Er hat mir gefallen. Doch, definitiv ein richtig schöner, blumiger Duft. Aber irgendwie hat er immer so eine Note quergehangen beim purem Riechen. Aber nach dem Wäschegang, die kommen ja dann direkt in die Wäsche und auch nicht übertrieben, fand ich das schön. Ja, habe ich echt vermisst, so auf einmal diese blumige Note. Vorher war es dann immer die frischen Perlen. So, dann habe ich entweder die Tuchmaske Milky Kokos, die hatte ich ja in einem Video gezeigt. Nachteil, der Geruch ist mir zu künstlich Kokos gewesen. Die Anpassform hat gut geklappt, wenn man sich wirklich alles straff zieht. Da würde ich drüber hinwegsehen. Letztendlich wirklich der Duft. Von der Pflege her konnte ich nichts Negatives feststellen. Hat wahrscheinlich mein Gesicht gepflegt. Gehe stark davon aus. So, dann haben wir hier eine reichhaltige Maske. Ey, die war auch gut. Das waren hier diese Essence-Maske mit den zwei Sachets. Die waren bei ihr, bei den Masken bei von Müller. Ja, die waren gut. Das war einmal Hyaluron und dann so ein Essence. Zwei Sachets, die zusammen als eine Anwendung kamen. Pantene Pro-V Miracles ist jetzt vorbei. Da hatte ich das Fluid nicht so vertragen und das Shampoo nicht. Die Spülung generell schon, ja, das ist die Spülung. Aber ist jetzt für mich nicht so der Hype, dass da was Gesundes wächst. Nee, das ist ein Mineralienmangel, so rum. Wenn irgendwas mit unserer Haut oder mit unserem Haar nicht stimmt, dann liegt es meistens an Vitaminmangel oder Mineralienmangel. Da wird mir dann die beste Werbung auch nichts versprechen. Muss ich nur lernen, beim Kaufen umzusetzen. So kann ich es ja erzählen und kapiere auch total logisch den Organismus vom Körper und hast du nicht gesehen. Aber wenn ich dann in so einem Laden bin, dann ist zu. Dann komme ich mir vor wie eine Fünfjährige, die überhaupt nichts von der Welt weiß und alles nur mitnimmt, was sie schön findet. Das ist der Fehler. Denk mit Kalkreiniger. Ich weiß es nicht. Also ich habe es jetzt oft genug probiert. Natürlich auf Porzellan. Bei Edelstahl hat es bei mir nicht geholfen. Da ist Essig wahrhaftig der Kalkkiller schlechthin bei mir. Da kann das nicht mal mithalten. An der Toilette habe ich es oft einwirken lassen. Ich habe aber ehrlich gesagt, kann auch sein, dass ich spinne oder zu blöd bin zum Putzen. Ich habe es hier nicht gemerkt, dass da Kalkflecken verschwunden sind. Vielleicht ist es bei mir auch schon zu verkalkt durch dieses kalkhaltige Wasser. Vielleicht gegen leichte Kalk. Flecken weg, aber ich werde es definitiv, wenn ich nicht bebürnt bin, durch den Laden renne, von mir aus nicht nochmal nachkaufen. Balea Handseife, Be Happy. Ey, die war so süß, es war ein wunderschöner Duft. Und ja, hier, so eine Dinger kann man zum Beispiel auch, wenn man Fingernägel macht, von euch zum Beispiel als Cleaner-Version, wenn die Pumper noch gut sind oder für was anderes nutzen, sich selber ein... Ach ja, hier hatte ich ja auch anderen Schaum dann später noch drin. Aber das war so süß, dieser Maulwurf. Und der Duft von Be Happy mit orangenem und Vanilleblütenduft. Eigentlich gar nicht so meins sonst, aber hat wirklich sehr, sehr schön gerochen. Ja, entleert. Achso, White Acryl. Nee, kann nicht sein. Der Deckel muss falsch sein. Acryl in Weiß habe ich gerade nicht genommen. Nee. Entleert habe ich von Jolifin Fiberglas Gel Pastel Rosé. Liegt, glaube ich, schon eine Weile hier drin. Ratzefatze leer. Wunderschön. Dann, was ist das denn? Ellen Beatrix hat mir das Giselle reingefeuert. Was ist denn hier los? Tatsache. Krass, das wusste ich gar nicht. Was hat sie denn gemacht? Habt ihr
Habt ihr schon mal einen Pudertopf, einen Tiegel? Ey, ich bin gerade erschrocken. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie einen Loose Powder. Natural, transparent, transparent, transparentes Naturis in der Farbe 1, Ellen Beatrix. Hä? Komplett leer gelatscht. Da. Scheint wahrscheinlich ein Top-Produkt gewesen zu sein, sonst hätte sie das nicht genommen. Die Aloe Vera war super. Ist aus Spanien, gibt es jetzt hier nicht zu kaufen. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber da bildet sich jetzt schon durch dieses Fett so ein gelber Grind. 12 Monate nach Öffnung, ja, war schon längst. Aber war wunderbar, richtig schön. Ich staune, es läuft und läuft. Palmoliv, ja, würde ich auch immer wieder nachkaufen. Feige und... Merkt euch einfach die Zeichen. Feige und Frische, keine Ahnung. Wunderschöner Duft. Ja, auch für den Winter, würde ich sagen. Ja, die hatte ich euch ja gezeigt. War absoluter Flop für mich beim Parfüm-Fazit. Raumdüfte, könnt ihr vergessen. Also von mir aus, ich würde euch das nicht empfehlen. Wer das mag und damit klarkommt, natürlich. Warum denn nicht? Vielleicht in der Kammer riecht's. Dann Dontodent ist entleert. Warum habe ich die denn beim DM-Haul vergessen? Ich habe Meridol gekauft, ne? Die sollte eigentlich auch noch mit. Das ist eine meiner Lieblingszahnpasten, weil die nicht so schwarz ist. Und wenn man ein bisschen aussieht wie Schweinsnase beim Zähneputzen, schmiert man sich nicht die Klamotten ein. Es gab davon mal wirklich eine Zahnpasta, da sah ich aus wie so ein Schornsteinkind. Aber wirklich überall. Und das Becken war überall gefleckt und Problem. Man hatte wirklich das Gefühl, die Flecken, die hingen dort. Also man konnte sofort nachspülen, aber man hat diese Spuckflecken überall gesehen von dieser schwarzen Kohleaktivzahnpasta. Und deswegen hatte ich damals das Produkt gar nicht mehr gekauft, bis ich dann gesehen habe, irgendwas haben die erneuert. Ja, Balea Men kam ja auch gut an. Dann... L'Oreal Hydra Genius Aloe Water habe ich jetzt aussortiert. Wer meine Schminkvideos guckt, ich habe es ein paar Mal genommen. Mir ist mittlerweile aber hier auch zu viel Parfümgedöns drin. Und es ist schon Asbach, dass ich mir das nicht mehr geben muss. Man erkennt hier nicht mal mehr irgendwo Inhaltsstoffe. Also die könnte ich raussuchen, klar. Aber das ist schon, ist mir jetzt langsam zu doof mit so viel Parfümstoffen im Gesicht. Und das kann einfach weg. Und dann hat man... Tisch auch wieder ein bisschen mehr Platz einfach. Dann haben wir Alverde Glanzspülung. Die muss auch cool angekommen sein. Die ist komplett leer. Mit Rohrzucker. Bio-Rohrzucker. Glanzloses und sprödes Haar ohne Silikone. Ja, warum wollen die denn aber dann immer wieder wahre Schätze? Muss ich echt mal fragen. Aber ist wirklich leer. Nichts drin geblieben. Ja, Tattoo Brow ist kein Flop. Aber hatte ich eben schon und jetzt doppelt. Dann Tinti, naja, da würde ich selbst noch meinen Spaß haben. Ist leider so, einmal Kind, immer Kind. Manche wehren sich ja so gegen dieses Kind sein, aber ich hätte damit kein Problem, wenn mir jemand eine Blubberrakete ins Wasser packt, würde ich mich freuen. Ist doch schön. Und wenn meine Kinder so einen Spaß haben wollen oder es als Gag sehen, meinem Neffen hatte ich ja davon auch im Geburtstagskorb so ein paar Dinger reingepackt, das ist doch schön. Man darf ja sein Lachen nicht verlieren. Das werde ich allerdings auch nochmal nachkaufen. Das hat mir von Profissimo gefallen. Naturreines ätherisches Öl. Lemongrass. Das mache ich hier in meiner... Nee, das seht ihr nicht. In... Was ist denn jetzt los? In diese Duftlampen oder in die Diffusor. Aber hier habe ich jetzt gerade Schmelzis. Achtung. Oh, herrlich, wenn man hier reinkommt. Ich habe ja zwei Lampen an. Eine gegenüber und eine hier. Neben... Albert, sieht man den überhaupt? Der passt da schön auf. naturreines ätherisches Öl, Lemongrass, würde ich jederzeit nachkaufen. Weil ich mir vorstellen kann, dass bestimmt einige wieder fragen, ich weiß gar nicht, ob Nagelschick noch die Boxen macht. Das war ja ein Geschenk von den beiden. Also sie hat es ja mit ihrem Mann gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob es die Nagelschick-Box-Firma gibt. Könntet ihr nachgucken oder bei Bedarf... Manchmal ist es ja immer so, woher hast du das? Vor kurzem hat auch jemand nochmal gefragt, wo die Uhr herkommt. Die ist von Fossil. Ich weiß aber, dass es dieses Modell momentan nicht gibt mit diesen Kristallen drum. Nur andere Modelle gibt es. Ich glaube Rosé Gold und die mit dem lilanen Ziffernblatt sind
weg. Gut, da hat er nämlich Maya auch schon gefragt, ne? Aber ich fühle mich sehr geehrt, dass euch meine Uhr gefällt. Ja, ist doch schön, wenn einem was gefällt, was man selber so trägt. Mir gefällt sie übrigens auch, dankeschön. So, Profissimo, naturreines ätherisches Öl, Lemongrass für die Duftdiffusor oder eben für die Lampen. Ich sage immer Diffusor, Diffuser. Ich glaube, es gibt aber verschiedene Schreibweisen davon, also wundert euch nicht. War gewöhnungsbedürftig, erinnert mich total an grünen Tee und Natur. Also meine Kinder mochten diesen Duft nicht so, das habe ich gleich gemerkt, als sie reingekommen sind. Was riecht hier so nach WC? Es riecht eigentlich gar nicht nach WC, es riecht wirklich wie so ein Zitronenbäumchen, so kann man es fast sehen. Aber es erinnert natürlich wahrscheinlich immer alles, was mit Zitrone zu tun hat, an Klosteine. Schade, echt schade. Ach so, so sieht die Packung aus von diesem Öl. Und für die paar Cents oder Kröten, dafür, dass der Raum dann schön duftet. Aussortiert, nee, leer. Da möchte ich aber die Bürste behalten. Ich Geizstück. P2. Das war ein Upper and Lower Lash Line. Die Bürste, die ist wunderbar. Ganz, ganz dünn. Guckt mal. Damit kann man richtig schön die unteren Wimpern oder selbst hier drin alles richtig schön definieren. Ich liebe diese Bürste und muss aufpassen, dass ich... Nee, ich mache die raus und stelle sie mir hin, weil die wird richtig schön sauber gebürstet. Die behalte ich. Weil wenn ich dann mal hier so einen Krampf kriege, werde ich die wirklich in andere Mascara reintunken. Dann hier eine Schwefeldose für Leute, die viel furzen und viel Haufen machen. Ist bei uns jetzt nicht mehr als bei euch, aber ist doch auch mal schön, wenn man einen anderen Duft riechen kann. Deswegen gerne die Dosen von Glade. Toilettenspray, die zum Einhängen. Dann Fit Me, das war 100%ig Giselle, scheint sie zufrieden zu sein. In der 128 Warm Nude, stimmt, sie ist auch ein warmer Ton. Und die hat sie komplett entleert, sieht jetzt noch voll aus, aber ist wirklich komplett leer. Habe ich noch was? Nö. Ach doch, ach so, das habe ich euch versucht vorhin ja zu erklären, welche ich gerade derzeit aktuell benutze. Das sind die Finish Powerbälle Quantum Ultimate. Da haben wir es wieder. Zitrone. Da stecken ja meine Kinder auch nicht den Kopf rein und sagen, oh, das Geschirr riecht nach Toilette. Ich finde es total schön, diesen Zitrusduft. Wunderschön. Ja. Ist ein bisschen. Ich mache mir auch manchmal wirklich Zitronen rein, aber die halten ja natürlich nicht so lange. Die sind irgendwann vergammelt und wie oft soll ich Zitronen essen und kaufen? Deswegen. Wunderbar, tut, was es soll. Ich würde aber auch jederzeit die anderen im Angebot kaufen, ja. So ist es nicht, dass ich jetzt hier so verwöhnt bin. Doch, derzeit schon. Ich bin verwöhnt. Ich möchte Zitrone. Wenn sie im Angebot sind, nehme ich sie mit. So, das war's. Ach nee, mein Gott, das Wichtigste. Ihr wisst ja, alle, die jetzt noch dranbleiben wollen, ich hatte mich ja so gefreut. Denkt mit, das sind die Tabs. Ich habe einmal fürs Bad und einmal für Multiflächen. Das sind die blauen, die fürs Bad, die gelben. Man kann entscheiden, ob man da so eine Sprühflasche mit hinzukauft für 1,75. Ich hatte eine hinzugekauft und hatte mir einfach eine ganz normale Flasche ausgespült und dann Tabs reingemacht. Hier habe ich beide benutzt, weil mir eine wirklich zu wenig vorkam. Die benutze ich gerade für die Küche, dieses Zeug. Und das fürs Bad, hier ist noch eine drin. Ich muss sagen, es ist eine ganz krasse Psychologie, weil man kriegt natürlich Sachen mit Wasser pur alleine sauber. Ob es nun steril oder frei von Bakterien ist, ist eine andere Sache. Steril und bakteriell frei kriegen wir eh nichts, nicht mal die im OP, sondern es ist einfach so, Flecken gehen weg. Und dann hat man diese Tabletten und ich komme mir vor, als würde ich nur mit Wasser sprühen. Weiß aber, das ist ja nicht nur Wasser, was da rauskommt, aber es sieht einfach so aus wie Wasser. Es perlt wie ein Lotus-Effekt so ab wie Wasser. Man schmiert und wischt. Man hat das Gefühl, es ist Wasser. Ich rieche hier gar keinen Duft. Ich habe einige Sachen gelesen im Internet, dass die hier einen schönen Duft beschreiben. Ich sag's immer wieder, entweder habe ich die Klatsche mit meinem Kolben. Ich rieche hier gar nichts. Nun könnte ich auch Kinder fragen, aber wenn die nicht sagen, dass hier irgendwas riecht im Bad oder frisch geputzt, dann gehe ich auch davon aus, dass sie selber nichts riechen.
Also ich werde jetzt nicht so gebürnt sein und eine komplette verätzte Nase haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Von was denn? Also, nee, ich schmecke, ich rieche Parfüm. Das rieche ich nicht. So, ich glaube an die Reinigungskraft da drin. Ich habe noch nicht gelesen. Ich habe immer das Gefühl, hier steht auch nicht drin, was oder dran, was drin ist. Ich habe immer das Gefühl, dass hier sowas wie Natron drin ist. Kennt ihr diese Hausmittel? Also hier sieht man wirklich nichts. Ihr könnt es ja dann stoppen. Ich wollte jetzt nicht 5 Minuten hier so eine Zeit reinklatschen mit diesem Hintergrund hier. Anionische Tenside, nicht ionische Tenside, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, enthält Duftstoffe, Limonene, rieche ich nicht. Hier enthält Duftstoffe, da steht zum Beispiel gar nicht, was es sein soll. Das Gleiche, ich nehme an, es handelt sich wirklich um so ein Produkt wie Natron ähnlich oder Backpulver, so kommt es mir vor. Man kriegt damit tatsächlich eingebrannte Flecken weg. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche dafür meinen Top 1 Breath, um Gottes Willen. Ich muss es einfach nur ein bisschen einwirken lassen, krieg's aber sauber. Es schmiert aber. Es ist einfach nicht so, wie wir das kennen mit aggressiven Mittelchen. Es gibt ja bestimmt auch gute Putzmittel, die nicht aggressiv sind. Aber hier, es ist eine Kopfsache. Man muss umdenken. Es duftet für mich nicht, als hätte ich geputzt. Ist zwar ein Problem, was ich habe und nicht meine Arbeitsplatte oder so oder im Bad, aber es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, nicht zu wissen, dass man was gemacht hat, wenn man wieder ins Bad kommt. Es riecht einfach normal. Was ich aber sagen muss, was ich wirklich festgestellt habe, ohne hier irgendeinen Scheiß zu erzählen, beide Tabletten, ob diese oder diese, sind bombastisch für glatte Flächen. Flächen. Man kriegt damit Spiegel sauber. Die Fliesen oder generell so Waschbecken aus Porzellan, die glänzen richtig krass. Deswegen dachte ich mir auch, da wird irgend so ein, wie schon 100-mal erwähnt, Natron drin sein. Für sowas ist es gut. Und für sowas würde ich die Tabletten auch immer wieder nachkaufen, weil da ist ein Effekt. Ich will ja, dass es glänzt und nicht duftet. Aber alles, was so mit Multi Fläche zu tun hat, ja, geht auch noch, weil ich es gesund finde, dass hier keine Schadstoffe drin sind, wenn man sich ein Brot auf die Arbeitsplatte klatscht. Aber so Herd wieder und Toiletten, es sind so Bereiche, die ich von mir aus gerne mit Reinigungsmitteln sauber machen möchte. So. Und da reicht mir es für die Toilette nicht. Aber so zwischendurch als grobe. Ich wette mit euch, wenn dann jemand vom Test kommen würde und wird Bakterien messen, hier wären wahrscheinlich die wenigsten. Kann ja sein, ne? Aber es ist mein Kopf, der so erzählt. Trotzdem würde ich das nicht als Flop-Produkt einstufen. Jemand, der umweltbewusst lebt und voll und ganz in seiner Passion ist, der wird diese Dinger lieben. Und ich kann auch nur sagen, für bestimmte Bereiche sind sie gut. Arbeitsplatte hätte man auch ganz schnell machen können. Und Glanz. Also einen Glanz habe ich erheblich, wenn ich da so ein Zewa nehme und von den Dingern putze. Glastische sind sauber. Oberflächen vom Porzellan ist sauber. Spiegel kriegt man sauber. All sowas, ja. Also es ist nicht so, dass es dreckig bleibt. Aber dieser Putzeffekt, Duft, Schaum, Psyche. Es ist, nehme ich an, wirklich eine Psyche. Ja, weil andere, die campen zum Beispiel, die kommen dann auch nicht mit Hardcore-Keulen wie dann Chlorix und Breath um die Ecke auf dem Campingplatz, sondern putzen dann mit so einen Sachen. Und wenn man sowas hat, dann fühlt man sich automatisch dann auch sauber. Geschirr oder irgendwie was geputzt. Aber so, mein Kopf muss noch ein bisschen mitackern, bis es so ein bisschen rafft. Es wird schon sauber. Nur weil du da keinen Schaum siehst und nicht siehst, was du versprüht hast und denkst, es ist Wasser. Es wird definitiv sauber. Glaubt mir das. Aber man muss ein bisschen alles handeln. Nur für die Bereiche wie Toilette, Herd und sehr stark verbranntes, was ich ja oft gut schaffe auf dem Herd, brauche ich einfach oder möchte ich gerne den Luxus haben, egoistischerweise, ein gut riechendes Reinigungsmittel. Wenigstens gut riechend. Ja, und eins, auf das ich mich verlassen kann.
Ansonsten werde ich die nicht als Vlog eingliedern. Steht mir überhaupt nicht zu, weil es wirklich umweltbewusste Tabletten sind oder Tabs. Eine gute Idee, kein Plastik mehr wegzuschmeißen, und ich werde sie ja trotzdem auf jeden Fall aufbrauchen, und dann werde ich entscheiden, ob ich so eine Tabs nochmal dazu kaufe. Und wenn es nur für meine Spiegel ist, ja mein Gott, dann eben dafür. So ihr Lieben, das war's. Ich bin durch. Ich glaube, ihr habt die Schnauze voll von mir. 46 Minuten hatte ich das schon mal. Ich glaube, nein. Die Kiste hat sich aber extrem gefüllt. Heute ohne Silberfische. Die hatte ich ja schon zweimal in so einer aufgebrauchten Kiste, als ich die Sachen rausgeholt habe. Jetzt hören wir aber auf zu quatschen. Mein warmer Kaffee steht hier, der mittlerweile kalt ist. Also ist der Satz auch komplett falsch. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Boah, ich brauche Sabbelwasser. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.